Ja, grüß euch Freunde, willkommen zurück. Weiter geht's. Fußballmanager VfL Bochum, kleines Revierderby bei der Borussia aus Dortmund. Die Chance, uns oben weiter festzusetzen und uns einen warmen Platz in der Champions League-Sonne zum weiterhin zu gönnen. Da können wir auch den Abstand vergrößern oder halten, wenn wir das Spiel nicht verlieren. Also die beiden anderen Verfolger Hoffenheim und Frankfurt stehen da natürlich in nichts nach. Auch Augsburg ist da ja mitten im Rennen. Aber 8 Punkte haben wir aktuell inne. Können wir auf 11 ausbauen oder halt ja, die 8 Punkte halten, je nachdem. Normalerweise würde ich sagen, erstmal von Spiel zu Spiel gucken und den Klassenerhalt sicher machen. Wir sind jetzt aber schon gefühlt 12, 13 Spiele in der oberen Tabellenregion. Und dann sollten wir auch, ja, Träume ist erlaubt, sage ich mal, anders gesagt, so langsam, ne? Wenn wir da so stabil mittlerweile stehen, haben jetzt die letzten beiden Spiele auch wieder gewonnen, auch wenn es sehr knapp war und auch wenn es auch zu Hause war. Aber nichtsdestotrotz sind 6 Punkte. Wie sie dann entstehen, ist am Ende völlig egal und da kriegt kein Hahn mehr nach. Und von daher sollten wir gucken, dass wir da möglichst erfolgreichen Spiel abliefern. Wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte frühzeitig, sag ich mal, wenn wir bei den Dortmundern was reißen. Seit dem letzten Spiel hat sich natürlich wieder was getan. Was genau, zeige ich euch. Wir verlieren eins unserer Talente, aber ja, wohlgesonnen. Also ist jetzt nicht so ein Beinbruch. Luca Bernsdorf wird wohl Richtung Rostock seine Zelte abbrechen und dann halt nach Rostock wechseln. Oh ne, hier ist er sogar schon durch, sehe ich gerade. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Also der Wechsel ist durch. Bernsdorf wechselt zur neuen Saison zum FC Hansa Rostock. Wir haben auch einen neuen Spieler hinzubekommen. Da hatte ich ja angedeutet, dass das vielleicht nichts wird. Ist aber letztendlich doch was geworden. 35.000 Euro Leihgebühr insgesamt. Ein Schnapper insgesamt auf jeden Fall. Alessio Serbin ist gekommen vom SC Neapel. Ein Gehalt von 330.000 Euro übernehmen wir da jährlich, also für das halbe Jahr, mit einer Kaufoption von 2,5 Millionen Euro. Ist ein invasiver Außenstürmer auf der linken Seite, kommt jetzt gerade ganz günstig, da ja Quateng ausfällt wegen einem Leistenbruch und ja, Jimmy einfach nicht in Form ist oder nicht in Form kommt. Und ja, wenn er überzeugt, ist das auch eine Option, den dann auch auf jeden Fall auch fest zu verpflichten. Ist eine starke Verstärkung für unseren Kader. Und gibt uns auf jeden Fall nochmal Kaderbreite in der Offensive. Ja, und wieder hat Paslak den Sprung in die 11. Woche geschafft. Ist jetzt mittlerweile das 6. Mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass er dabei ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal schon. Ich habe jetzt ihm auch einen Vertrag angeboten, weil sein eigentlicher läuft jetzt nur noch 1,5 Jahre. Der Marktwert hat sich ja deutlich gesteigert und da sind wir jetzt in Vertrag, nicht da. Im Vertragsgesprächen, dass man da jetzt einen längeren Zeitraum ihn binden könnte. Das Gehalt wird natürlich dementsprechend angepasst und auch die Einsatzzeiten von Stammspieler. Da habe ich ihn dann den Status einfach Starspieler verpasst oder angeboten, weil er ist auch auf dem rechten Flügel einfach nicht mehr wegzudenken. Ne? Also absolut gesetzt. Der liefert auch mittlerweile schon 12 Assists. Wie man hier sehen kann, ist auch Ligaführender in der Kategorie und auch der Marktwert hat sich mal einfach ja aktuell verdoppelt. Tendenziell ist er sogar auf dem Weg, sich zu verdreifachen zum Start. 3,1 Millionen, mittlerweile bei 7,8 und Ende noch offen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn die Saison vorbei ist, dass er da schon so 10 Millionen dann wert ist am Ende. Vielleicht sogar mehr. Wir warten ab. Auch im Notenbereich ist er aktuell der zweitbeste Spieler der Liga. Also da sollten wir echt zusehen, dass wir den halten können, beziehungsweise wenn dann, dass wir den für gutes Geld verkaufen oder ja, leider dann verlieren werden, dass es dann richtig die Kassen klingeln lässt. Broschinski zum ersten Mal dabei, wie schon erwähnt, ne, eine starke Leistung. Ich glaube nicht, dass das ein Strohfeuer ist. Da wird garantiert noch mehr kommen, kann ich mir gut vorstellen. Zumal er jetzt die Leistung gebracht hat mit einer schlechten Moral und auch nicht besonders viel Spielpraxis. Also, wenn er richtig mal drin ist im Zyklus, im Rhythmus, dann ist das garantiert eine ernsthafte Alternative zu Asano. Ja, wieder Blick auf den Gegner. Dortmund spielt Gegenpressing. Der Text ist wie immer merkwürdigerweise der gleiche. Immer der Gegner, gegen den wir spielen, spielt tendenziert dazu, egal ob auswärts oder zu Hause, etwas vorsichtiger zu spielen. Also das hatten wir jetzt genauso oft wie fast immer 5 Minuten Nachspielzeit. Ich weiß nicht, wo der Wurm hier drin ist. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ist jetzt aber nur so eine Randnotiz. Ich glaube nicht, dass die vorsichtig spielen werden, ne? Die werden, glaube ich, schon ordentlich
Dampf machen. Schauen wir uns hier den Transfermarkt, die Aktivität nochmal an, genauer. Da hat sich gar nichts getan. Jetzt im Winter keine Aktivitäten per se, keiner neu gekommen, keiner gegangen. Taktische Ausrichtung, sehen wir hier die erste Aufstellung, erste Formation. Haller fehlt natürlich, ist beim Afrika Cup und daher spielt Füllkrug, der bis dahin noch gar nicht getroffen hat. Sehen wir mal ganz kurz, den musste ich zweimal hinschauen. 9 Einsätze für den BVB, kein Tor, also bisher ein absoluter Fehltransfer für den BVB selber. Und ja, gucken wir uns die taktische Ausrichtung an. Wir selber treten etwas offensiver an, einfach aus dem Grund, weil wir uns nicht verstecken wollen. Die Chance nutzen, vielleicht ein bisschen Dampf nach vorne zu machen. Auch die Datenanalyse hat ergeben, dass das vielleicht der Punkt ist, wo Dortmund anfällig ist, wenn man mit drei Spitzen antritt und die Abwehrreihen unter Druck setzt. Tendenziell werden wir dann wechseln, nicht auf 5-2-3, sondern auf 5-3, nicht auf 5, also halt nicht auf diese Formation, sondern auf 5-2-3 wäre dann die zweite Alternative. In der Hinsicht, falls wir jetzt, sag ich mal, frühzeitig wirklich unter Hochwasser bekommen, sage ich jetzt einfach mal, in der eigenen Abwehr und da vor viel Problem stehen, dann wird halt auf 5er-Kette umgestellt. Ansonsten wollen wir uns nicht verstecken, um so natürlich ein bisschen was reißen zu können bei den Dortmundern, die auch so antreten wie erwartet. Metscher mit deutlich Spielpraxisproblemen, nicht spielfit, wie man sieht, wird aber trotzdem aufgestellt. Das zeigt auch, dass Dortmund vielleicht in der Position etwas Probleme hat. Habe ich jetzt was vergessen? Genau, habe ich. Und zwar schauen wir uns mal erstmal an, wer ausfällt. Der Dortmunder Seite, Benze Baini ist für Algerien auf Länderspielreise, also Haller vielleicht sogar doch dabei. Normalerweise würde ich sagen, der spielt auch für die Elfenbeinküste und ist da auf Touren. Auf unserer Seite, ja, wie schon erwähnt, ne, Kevin Stöger und Quateng fallen beide aus mit Leistenproblemen. Losilla noch etwas, ich schätze mal so ein, zwei Wochen wird er noch brauchen, bis er dann auch wieder einsatzbereit ist. Wundert mich nur, wie gesagt, gerade, dass hier nicht Haller aufgeführt wird. Wahrscheinlich hat er einfach den Status vom Nationalspieler verloren. Könnte man hier auch hier nochmal schauen, ob er dabei ist. Moukoko auch nicht, gerade im Saft eigentlich, kann man sagen. Ne? Und Haller, doch, der ist da unten. Aber einfach, der sitzt einfach mal eiskalt auf der Tribüne. Naja, wenn man sich das erlauben kann, dann was will man dazu sagen. Ne? Also es ist schon überraschend, dass er da nicht spielt. Genauso wie Youssoufa Moukoko, der einfach irgendwie keine Einsatzzeiten bekommt, scheinbar. Na gut. Werden wohl wahrscheinlich auch aus Belastungssteuerung rotieren. Kann ich mir vorstellen, eventuell wird es so sein, auch wenn die Rückrunde ja eigentlich jetzt gerade erst mal angefangen hat. Ja, na gut. Es ist, wie es ist, einfach auf unserer Seite auch vielleicht ein bisschen glücklich. Und ja, Dortmund. Oh, was will man da sagen? Ob jetzt gut oder schlecht, ist relativ. Ne? 2-2 bei Darmstadt, spät die Punkte geholt. Ist vielleicht nicht das Wunschergebnis. Und dann ein Sieg bei Köln. Von den Ergebnissen her würde ich sagen, es läuft weiterhin nicht ganz so gut. Ne? Man steht ja auch im Ligabetrieb etwas schlechter. Da haben wir ja gerade gesehen, aktuell nur Fünfter mit größeren Abstand auf die Champions League-Ränge. Aber damit ist eigentlich auch alles gesagt. Ja, Metscher vor allem auf der Spielmacherposition, also so ähnlich wie Daschner ohne Spielpraxis, das könnte auch ein eventueller kleiner Bonus sein. Wollen wir einfach mal hoffen, dass wir da was reißen. Hoffmann erstmal mit dem Fehlpass. Dortmund haut einfach den Ball erstmal weg. Mal legt ihn sich weit vor. Wettek kann da aber mithalten. Ja, das ist auch der Punkt, der mir aufgefallen ist, weil ich ja erst bei Soares so ein bisschen widersprüchlich sagte, kann ich mir ganz mithalten per se, aber kurz gesagt, bei ihm ist so die Sache offensiv hui, defensiv fui und das ist auch der Grund, warum er dann halt dementsprechend ablösefrei gehen kann. Ja, da hatte ich ja im letzten Part angesprochen und schon hat er einen Assist geliefert. Von daher warten wir mal ab und Asano trifft. Frühführung für den VfL 1-0. Takuma Asano in den Knick das Ding geschossen. Vorlage Wittig. Sehr, sehr guter Start auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Start in das Spiel. Flache Reingabe. Asano ist da. Ja, nicht ganz in den Knick, aber auf jeden Fall schwer zu halten für Lotka. Sehe ich gerade, ist mir gar nicht ehrlich gesagt gerade aufgefallen, dass nicht Kobel im Tor steht. Oh,
Auch sehr überraschend, sitzt er noch nicht mal auf der Bank. Nee. Sehr merkwürdige Entscheidungen. Kein Haller, kein Kobel. Wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, ich glaube, man da sagen kann, die sind nicht in Form. Die haben ja schon wirklich eine starke individuelle Klasse, dass man die da nicht spielen lässt. Oh, Riasson mit einem bösen Fehler beim Einwurf, direkt auf Fasano, aber nochmal ausgebügelt. Füllkrug, den habe ich in Manndeckung nehmen lassen von Ordetz. Serbin, schön gemacht. Schöner Einsatz, aufpassen, aber jetzt nicht den Ball verlieren. Passiert hier gerade gegen Malen. Brandt. Brandt immer noch. Zieht rein, aufpassen, Leute. Der geht deutlich drüber, der Ball von Riasson. So, die Anfangsphase, die haben wir aber bisher gut überstanden. Kann man nochmal Lob aussprechen, definitiv. Aus dem Ball malen, Leder auf Brand wieder malen. Hummels. Und den hat er verzogen. Ich habe erst gedacht, der wäre abgefälscht gewesen, aber den hat er deutlich verzogen. Hofmann, der Einzige, der bockig bleibt nach dem Lob. Kriegt man nicht so moralisch hoch. Der bleibt da ganz cool. Erinnert mich an die bescheuerte Werbung früher mit Kevin Großkreuz. Der bleibt da einer, hat der lang cool. Der kleine Alpha Kevin. Oh, böse. Stark gemacht von Riemann. Ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube Wrigley's oder Tic-Tac-Werbung früher mit dem kleinen Alpha Kevin Großkreuz. Ist ja nicht umsonst mittlerweile in der 5., 6. Liga der kleine Dönerwerfer. Auf jeden Fall Dortmund stark am Drücker. Wir haben überraschend, das muss ich wirklich sagen, überrascht mich gerade, wir haben viel Ballbesitz. Schwacher Freistoß von Witte, keine Ahnung, was das sollte. Oh, Malen, der hat natürlich Geschwindigkeit. Bernardo sehr stark. Jetzt nur keine individuellen Fehler hier, keine Fehlpässe unnötig. Ruhe im Spielaufbau am besten. Hofmann. Schöner, fast der schöne Pass auf Daschner. In die Tiefe, Adeyemi. Malen und Riemann. Abwehr steht eigentlich ganz gut. Notenschlechteste aktuell ist Daschner. Aber Dortmund auch ordentlich am Drücker. Da habe ich schon eine Idee. Vielleicht Daschner gleich raus, Bero auf die Position und dann Baro auf die Bero-Position. Baro, Bero, Boro. Fehlt jetzt nur noch ein Spieler. Abgefälschter Ball, Metscher. Süle. Und da ist Riemann. Der war gefährlich. Der war richtig gefährlich. Da wäre Füllkrug zur Stelle gewesen. Ja, im Testspiel haben wir ja hier, also nicht in Dortmund, aber im Testspiel haben wir 3-0 im Sand gesetzt. Das wäre jetzt vielleicht eine Alternative, eine Variante. Bero hierhin. Baro dann dafür rein ins zentrale Mittelfeld.
aber vielleicht mehr als Box-to-Box-Spieler. Box-to-Box-Spieler. Dass er sich öfter auch mal nach hinten fallen lässt. Brauchen hier jeden Mann, der sich voll reinschmeißt, so gesehen. Jetzt aber überlegen, ob wir vielleicht auf Fünferkette ändern. Einfach mehr stabil, vielleicht ein bisschen besser hinten stehen. Kommen schon viele Schüsse der Dortmunder aufs Tor, ne? Von daher mal schauen, ob die auch wechseln. Gio Reyna kommt auf die linken Flügel zum Einsatz für Adeyemi. Schauen wir da mal kurz. Abschluss, Flanken, ja, da ist es eigentlich gleich auf. Wir halten aber dann weiterhin die Flügelspieler auf den Flügeln. Halten ihn dann auf den, ja, so gesehen, ne, linke Fuß, dass er nicht reinzieht, nicht so oft. Einmal hat also Dortmund auch schon gewechselt. Definitiv erfreut, ist jetzt zwar seit dem Treffer nicht viel passiert nach vorne, aber gab jetzt auch nicht so viele massiv brenzlige Situationen, sag ich mal. Hält sich noch im Rahmen noch. Ja, Serbien wird sich jetzt mal ans Spiel gewöhnen müssen, ist jetzt nicht so auffällig da vorne. Wäre jetzt auch eine Variante gleich, ob wenn er meistens links blass ist, Asano, auf die linke Seite zu ziehen. Dafür dann Broschinski zu bringen auf rechts. Ah, das ist der Ausgleich. Reyna, Alter, da trifft er direkt. Jetzt ist nur die Frage, wird geprüft, ob Abseits war? Ich glaube, nein. Doch, war Abseits. Da trifft er direkt, Gio Reyna. Ja, aber auch, ja, zwei, ne? Zwei Spieler im Abseits. Jetzt mal, vielleicht mal wieder wir mit einer Chance. Hoffentlich nicht ein Ballverlust, schnell. Wittek. Malen kommt da nicht zum Ball, Asano, aber der geht deutlich drüber. Ja, Abwehr kann weiterhin überzeugen. Riemann mit einem sehr, sehr starken Spiel. Serbien baut weiter ab. Wir machen es jetzt so, dass wir dann Asano rüberziehen. Wie gesagt, auch wenn er meistens eigentlich nicht stark ist auf dem linken Flügel, aber vielleicht bringt das was. Vielleicht geht Broschinski wieder ab wie Schmidts Katze. Das wäre vor allem das Ding. Das wäre meine Geschichte. Ne? Hinrunde keine Rolle fast gespielt, in der Rückrunde in drei Einsätzen, beziehungsweise in zwei und dann direkt zwei Tore. Dann haben wir noch eine Wechseloption und drei mögliche Wechsel selber. Mal schauen, was die Dortmunder machen. Malen jetzt in der Sturm, in der Zentrale. Duran Will reingekommen. Wie sieht es denn da aus? Abschluss. Flanken ja auch da. Ne? Die haben wirklich extrem schnelle Spieler. Extrem schnelle Spieler. Duran Will. Den halten wir dann auf den Flügel. Dass er da echt auch. Ja, da bleibt einfach. Ne? Nicht reinziehen kann so oft. Gleiche Methode wie vorher auch bei den anderen Spielern. Malen jetzt nicht unbedingt der kopfballstärkste Spieler. Da werden wir dann auch die Manndeckung lösen, weil ja Ordetz nicht gerade wirklich ein schneller Spieler ist. Da kann das echt sein, der wird einfach nur Lücken reißen. Obwohl, andererseits, wir lassen es erstmal so. Das könnte auch vielleicht der Grund sein, warum es nicht so klappt bei Dortmund.
Wo ich da trotzdem echt Bammel habe, wenn ich da sehe, wie Malen. Ich glaube, der macht Ordets in Sachen Tempo echt lang, ne? Schlechter Pass von Ordets. Ist natürlich immer böse in der Vorwärtsbewegung. Bernardo passt aber stark auf. Hummels, der Ball geht klar drüber. Wir stellen um. Das wird mir langsam echt gruselig. Wir stellen um auf 5, 2, 3. Ja gut, da ist das Problem, aber stimmt, da war das Problem mit den Spielerrollen selber. Baro, wir könnten es so machen. Baro bleibt dann der zurückgezogene Spielmacher, muss er aber nicht zwingend sein. Der kann hier in der Position auch eine Rolle einnehmen. Dann macht er einfach den Ball oben den Spieler, dass wir da ja einfach ordentlich sicherer stehen auch, ne? Ordets bleibt in der Zentrale, kommt Masovic rein. Das Tor jetzt, also zumindest versuchen, den Punkt zu sichern in der Hinsicht. Bisschen stabiler stehen hinten. Die werden jetzt ordentlich Gas geben, die Dortmunder. Da bin ich doch stark von überzeugt. Flanken lassen wir weiterhin zu. Werden weniger. Ne, das lasse ich einfach. Duell auf den Beinen bleiben. Doch, doch, doch. Oder? Man da nicht so oft die Grätsche auspackt. Ja, packt man nicht so die Grätsche aus. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier nicht reingekackert. Mit der Formationsumstellung. Wie gesagt, Dortmund, da muss man erstmal bestehen, ne? Aber bisher sieht es ganz gut aus, auch wenn sie viel Druck machen. Riasson und Riemanns starke Parade. Dortmund stellt jetzt auch um auf 4-2-3-1. War vielleicht jetzt genau die richtige Umstellung im richtigen Moment. Schlotterbeck wird nach vorne gezogen. Wolf jetzt auf dem Flügel. Ja, die geben alles. Ne? Rajkov jetzt im Spiel. Frag mich nur, wo. Ah ne, was erzähle ich denn da? So Blödsinn. Marius Wolf, dann wollen wir mal schnell die Einstellung ändern bei Süle. Macht ja keinen Sinn mehr jetzt. Spielt er ja jetzt zentral in der Abwehr. So, Süle, Schlotterbeck, Riasson ist noch auf dem Flügel unterwegs. Schlotterbeck im defensiven Mittelfeld jetzt. Duran Will, Rainer Brandt genau dahinter. Malen vorne. Können wir Malen eigentlich auch ändern? Fällt mir mal gerade ein, den zwingen wir auf den einen oder anderen Fuß. Brauchen wir nicht, einfach auf den schwachen. Wolf kriegt Druck, so wie jeder andere auch. Und dann kriegt Wolf die invasive Rolle aufgezwungen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Könnte jetzt echt genau der Punkt sein, wo wir rechtzeitig gewechselt haben. Malen und wieder Riemann. Nee, rasiert die Oberkante der Latte. Aber noch nicht mal als Eckball dann. Aber mehr fordern vielleicht, versuchen da ein bisschen mehr noch rauszukitzeln. Ich hoffe, das fliegt mir jetzt nicht um die Ohren. Ja, relativ. Es geht. Wie gesagt, ein Punkt wäre so viel wert einfach. Ein Sieg natürlich noch besser. Können noch zweimal wechseln. Boschinski jetzt im Spiel. Hinten haben wir eigentlich genug Leute mit Luft. Das heißt, wir bringen ein paar Sensia.
Nochmal einen fitten Stürmer, einen frischen Stürmer. Osterhage, der macht aber weiterhin den tiefen Sechser als Absicherung da hinten. Dass er damit verteidigt mehr. Eigenen Ballbesitz auch ein bisschen mehr auf Zeitspiel gehen. Ja, oft einfach 10 Minuten jetzt noch zu spielen. Ich wette, das werden jetzt wieder Standards rausholen. Bringt auch Zeit. Das wird jetzt bestimmt wieder 5 Minuten drauf geben. Ich kann immer sehen, wenn die Situation anfangen im eigenen 16er, boah, das war aber ein Pass mit viel Glück, viel Wohlwollen von Riemann. Da geht mir immer die Flatter, dass ich denke, ein Fehlpass in der eigenen Reihe. Riasson Brandt zieht ab, Riemann lässt abprallen. Bisher ist aber Verlass drauf. Wächst heute über sich hinaus. Rainer, aufpassen, Leute, rein da! Und wieder Riemann. Wieder die gleiche Eckballvariante. Drauf, Leute, drauf. Nicht so lange stehen. Broschinski und das war Abseitsbrand. Dortmund jetzt mit Chancen im Minutentakt. Also gerade zumindest. Asano. Ach, wir können gar nicht mehr wechseln. Nachspielzeit läuft gleich. Oh, 4 Minuten statt 5. So, mal gnädig diesmal. Paslak, Masovic, Osterhage. Lasst euch Zeit, Jungs. Dortmunder pressen hoch, wie man schon sehen kann. Bernardo, Osterhage. Raus auf Wittek. Und das ist das, was ich meine. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Gib wieder Ecke. Lotka geht mit nach vorne. 92. Minute. Und Lotka mit dem Kopfball. Also das wäre jetzt eine Geschichte gewesen. Letzten Sekunden laufen. Riemann, spiel doch kurz, Junge. Wittek passt auf. Die letzten 5 Sekunden. Abseits, Abpfiff. 1-0 gewonnen bei Dortmund. 1-0 gewonnen. Uiuiui, kneif mich. Also da bin ich wieder wie bei Bayern. Da muss mich mal jemand kneifen. Da muss mich echt jemand kneifen. Asano mit einem saustarken. Wir haben 2 Chancen vorne gehabt. Nicht viel gewesen, aber die waren drin. Und das ist das Entscheidende. Das ist einfach das Entscheidende. Ich werde verrückt. Osterhage, Baro komplett überzeugt im Zentrum. Die Systemumstellung hat auf jeden Fall was gebracht, würde ich meinen. Und Ordetz hat ein Riesenspiel auch gemacht. Ne? Also hat die Sturmspitze alt aussehen lassen in der Hinsicht. Heideweide, Witzgado, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Wir sind aber zufrieden. Wir wollen weiterhin natürlich nicht die Spieler abheben lassen, weil das kann dazu auch führen, dass sie dann selbstgefällig werden. Wir sind zufrieden, weil es war jetzt nicht offensiv das Spektakel. Das war jetzt nicht zu erwarten auch, aber wir waren schon unter Druck ordentlich. Aber wir haben standgehalten. Wir haben die Situation bestanden einfach. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. So, da zerbröseln wir mal den Spieltag, den 19. wieder in seine Einzelteile. Gerade gesehen ja, ne? Dortmund, Bochum, das geht runter wie Öl. 0-1, 2. Minute, Takuma Asano mit dem Siegtreffer. Eintracht Frankfurt, Mainz 05, 0-2. Bremen verliert zu Hause gegen Freiburg 0-1. Damit haben wir schon mal die ersten 3 Spiele zu 0 Siege auswärts. Hoffenheim, Heidenheim 1-1. Union, Darmstadt ebenfalls 1-1. Hier lief ein kleines Spektakel ab. Und damit auch Leipzigs erste Niederlage in der Saison. Stuttgart, Leipzig 4-3. Mit späten Toren, wie man auch sehen kann. 87., 79. und 91. die Tore noch gefallen letztendlich. Wolfsburg-Köln 0-0. Augsburg-Bayern 0-0.
Also torarmes Wochenende bis auf Stuttgart gegen Leipzig insgesamt. Das bringt uns aber extrem, richtig extrem weit nach vorne in den Kampf um die internationalen Plätze. Wir sind in der Rückrunde bisher noch ungeschlagen, haben gegen Bremen, Dortmund und Stuttgart oder andere, ja, so ihr seht ja selber, nee, die Reihenfolge ist jetzt wurscht, Bremen, Stuttgart, Dortmund gewonnen, 5:2 Torverhältnis insgesamt, also jedes Spiel zwar knapp mit einem Torunterschied gewonnen, aber verdammt nochmal, 30 Spiele in der Rückrunde, 3 Siege. Und ja, langsam wird's gruselig, langsam wird's echt gruselig. Hoffenheim wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg. Das ist schon mal für uns ein dickes Faustpfand, dass hier Augsburg, dass Hoffenheim nicht so richtig in Tritt gerät als einer der Verfolger auf die Champions League Plätze. Die waren ja in der Hinrunde richtig stark und jetzt lassen sie richtig nach. Ein Punkt in den letzten 3 Spielen. Dortmund will auch nicht so richtig zünden. Ja, und das ist alles nur super einfach. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich extrem, ich grinse bis zu beiden Ohren. 12 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Das allein, da muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Auf verdammt nochmal Platz 5. Also das sind 4 Spiele, die wir versagen müssen. Und da muss das Verfolgerfeld erstmal da sein auch, ne? Und aufholen. Augsburg macht den stärksten Eindruck, seit 5 Spielen ungeschlagen und auch gerade mal ein Gegentor in den letzten 5 Spielen. Auch da extrem stark aktuell die Augsburger drauf. Und dann auswärts vor allem ein Tor, nur das eine Gegentor kassiert bei Gladbach, wo man aber trotzdem 3-1 gewonnen hat. Also Augsburg ist auch extrem stark aktuell drauf. Da kann man noch bestimmt viel erwarten. Leverkusen holt langsam auf in der Tabelle, ne? Waren ja sehr weit im Abstiegsstrudel drin, befreien sich da aber gerade so peu à peu raus und drücken immer mehr ran. Also auch die muss man im Auge behalten, dass die da vielleicht uns nicht noch gefährlich werden können. Solange wir aber nicht so ordentlich Mist bauen, dann ist da vieles noch möglich. Wir sind sogar, aber das ist absolute Utopie in meinen Augen, wir sind auf 3 Punkte rangerückt an Leipzig, an die Meisterschaft, aber das wird nicht passieren. Also wenn, dann verliere ich den Glauben langsam, wenn wir ins Meisterschaftsrennen noch richtig bis zum Ende der Saison vor allem eingreifen, das glaube ich einfach nicht. Champions League Teilnahme wäre schon der absolute Burner, auf Neudeutsch gesagt. Das wäre echt, da fliegt mit dir die Schädeldecke weg, wenn es so passieren würde. Gucken wir mal nach unten. Da ist Darmstadt jetzt 4 Unentschieden in Folge. Man hamstert sich so ein bisschen ein in den Punkten. Ne? Auch da gute Punkte geholt gegen Dortmund und auch Hoffenheim, die jetzt im oberen Tabellendrittel ja noch sich aufhalten. Auch Frankfurt darf man da nicht außen vor lassen. Eigentlich alle. Ne? Auch Union sehe ich gerade, was erzähle ich denn da? Alle aus dem oberen Tabellendrittel hat man gepunktet. Also wie auswärts, so wie zu Hause. Mir fehlen gerade wirklich die Worte, ein bisschen absolut begeistert von der Karriere bisher, wie es läuft, ist der Wahnsinn. Und ja, Wolfsburg krabbelt auch weiter nach oben, wenn sie jetzt einen Rückschlag hatten in der letzten, jetzt in dem Spiel, aber die hatten ja davor gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und diesmal auch, warte mal, ich muss noch mal gucken kurz, Wolfsburg haben die jetzt, ich habe zwar gerade ja vorgelesen, nee, unentschieden gegen Köln, sowas, ja, jetzt ein bisschen verwirrend. Oder ich bin verwirrt. Kann auch sein, die Wahrscheinlichkeit auch höher darauf gelegt. Abstiegskampf ist auf jeden Fall sauspannend. So langsam teilt sich die Liga auf, auch wenn das Mittelfeld ja noch nach wie vor eng ist eigentlich per se. Ne? Nur die Champions League-Ränge, die nehmen langsam Abstand aufs Verfolgerfeld. Ansonsten auch alles möglich, sowohl nach unten sowie nach oben. Nur wie gesagt, ja, Darmstadt muss so langsam wieder aufpassen. 4 Punkte sind es mittlerweile auf Stuttgart, aber das ist andererseits auch nicht viel. Da ist noch jede Menge Zeit und Luft, um da zu korrigieren. Ja, auf jeden Fall, das war's für den Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.